Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit den Neuzugängen aus dem September. Und es waren viele, viele, viele. Insgesamt sind 22 Bücher bei mir eingezogen. Es toppt noch nicht den Höchstmonat. Ich glaube im April mit 23 oder 24. Aber es waren jetzt schon die letzten zwei Monate immer über 20. Und ich habe die Befürchtung, dass es im Oktober ähnlich katastrophal werden könnte, weil ja wirklich sehr viele tolle Neuerscheinungen erscheinen. Ja, also, ja, ihr versteht. Die ich euch ja auch schon in einem anderen Video vorgestellt habe, auf die ich mich mega, mega freue im Oktober. Aber ich versuche mich sonst bei Tauschticket, Rebuy, wie sie alle heißen, zurückzuhalten. Denn das war definitiv auch in diesem Monat so ein bisschen der Genickbruch, dass ich bei Tauschticket zwei, dreimal fündig wurde oder sogar viermal und auch eine kleine Rebuy-Bestellung gemacht habe, weil es da 15% gab. Auch den Haul habe ich euch schon gezeigt. Aber wir sind positiv und hoffen ja auf das Beste im Oktober. Und ich möchte gar nicht einstellig werden, aber ich würde mir jetzt vielleicht mal so unter 15 vornehmen, weil das ist ja so im Grunde immer ein bisschen das, was ich auch lesetechnisch schaffe. Und ich habe im Oktober ja auch eine Woche Urlaub, wo man vielleicht sogar ein bisschen mehr schafft. Ja, die 22 Bücher teilen sich mit 12 Büchern auf, 6 E-Books und auch 4 Hörbüchern. Also tatsächlich fast haptisch und digital 50-50, ein bisschen, also eins drüber. Aber ist für mich vollkommen fein. Und es ja, lag natürlich tatsächlich daran, dass einfach eine Rebuy-Bestellung mit, glaube ich, 8 oder 9 Büchern dabei war, dass so viele haptische Bücher eingezogen sind. Ich packe alle Bücher unten in die Infobox. Ich mache auch eine Kennzeichnung hin, bei welchem Buch es sich um ein Rezensionsexemplar handelt. Und ja, ich denke, wir beginnen jetzt mit dem ersten Clip, den ich, glaube ich, für die ersten 10 Bücher schon Mitte des Monats mal aufgenommen habe. Und ja, da gucken wir mal, wie optimistisch die Steffi da noch war, wie viel vielleicht noch einziehen könnte. Ich starte mit den ersten 10 Büchern, die neu bei mir eingezogen sind. Der Staat macht ein Rezensionsexemplar und zwar die Butterbrotbriefe von Carsten Henn. Von Carsten Henn mochte ich schon den Buchspazierer sehr, sehr gerne. Ist das jetzt schon 2 Jahre her oder sogar 3? Ich bin mir gar nicht sicher. War auf jeden Fall ein kleines Highlight und habe ich auch noch in sehr guter Erinnerung. Und umso mehr habe ich mich gefreut, als ich gesehen habe, dass wieder ein Buch in diese ja, Richtung von ihm herauskommt und ich es dann auch als Rezensionsexemplar erhalten habe. Ja, wer schreibt heute noch Briefe, stellt sich die Frage. Richtig, auf Papier mit der Hand. Kathi Waldenstein, die mit fast 40 ein neues Leben beginnen will und Abschiedsworte für alles verfasst, das sie geprägt hat, egal auf welche Art. Eine freundliche Supermarktkassiererin, eine strenge Mathelehrerin, ein gleichgültiger Ex-Mann, 37 Briefe insgesamt geschrieben auf Butterbrotpapier, das ihr Vater über Jahrzehnte für sie gesammelt hat. Dann trifft sie auf Severin, der sein Leben als Klavierstimmer wegen eines von ihm verschuldeten Unglücks hinter sich lassen musste, der aber fest glaubt, dass Kathi und ihr Heimatort sein Schicksal sind. Die beiden scheinen füreinander bestimmt und finden dennoch nicht zueinander, bis Kathi erkennt, dass sie sich von der Vergangenheit nicht verabschieden muss, um ihre Zukunft zu begegnen. Und Severin begreift, dass er nur eine Zukunft hat, wenn er lernt, seine Vergangenheit anzunehmen. Denn das Schicksal bestimmt vielleicht, wer in unser Leben kommt, aber das Herz, wer darin bleibt. Und mich spricht dieses Buch wahnsinnig an und ich glaube auch, dass das definitiv noch ein Kandidat für den September ist, weil ich finde das so schön und so berührend und bin sehr gespannt, was es hier so mit ja, dem Konflikt Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft so ein bisschen hat, weil ja doch alles irgendwie wir sind und ich freue mich auf diese Geschichte richtig, richtig doll. Ein Buch, das ich bei Tauschticket ertauscht habe, weil ich es schon länger auf der Wunschliste habe, ist 635 Tage im Eis, die Shackleton-Expedition von Alfred Lansing. Ich habe ja damals Terror von Dan Simmons wahnsinnig geliebt, sowohl Buch als auch die Verfilmung als Serie. Gab sie, glaube ich, mal auf Prime, ich bin mir aber gerade nicht mehr so sicher. Und dann habe ich ja noch ein, zwei andere Bücher zur Terror gelesen und der Erebus und ja, so rum was. Und ich war einfach neugierig, was es hier so ein bisschen auf sich hat. Der Untertitel heißt Unglaublich spannend, eine der größten Abenteuergeschichten unserer Zeit, sagt schon die New York Times. Und ja, es geht hier eben um den ja, sehr ehrgeizigen Plan von der erstmaligen Durchquerung des weißen Kontinents. Und ja, wir sind ja
1950 und für die Besetzung der Edorans wird das Eis zur Hölle. Doch beharrlich verfolgt die Expedition und ihr Leiter Sir Ernest Shackleton bald nur noch ein Ziel, 28 Männer lebend wieder in die Zivilisation zurückzubringen. Eine Höllen- und Heldenfahrt, ein dramatisches Abenteuer im Packeis. Und hier bin ich super gespannt, auch mit diesen 635 Tagen. Ich meine, das sind ja fast 2 Jahre, wenn man sich das so grob hochrechnet. Ja, auf jeden Fall okay. Er war, glaube ich, auch okay angegeben mit ein bisschen vergilbten Seiten. Es riecht aber tatsächlich nicht irgendwie unangenehm und ist jetzt für so eine Einmallektüre, wo ich vermute, dass dieses Buch das sein wird, absolut in Ordnung. Also war auch von den Tauschpunkten auf jeden Fall ganz gut. Dann sind 2 Hörbücher bei mir eingezogen. Zum einen Falling Heart for the Royal Guard von Megan Clausen. Wird gesprochen von Anna Amelie Blomeyer. Habe ich mir auch als Hörbuch sozusagen als Rezensionsexemplar aussuchen dürfen. Habe ich auch schon gehört. Dazu möchte ich aber natürlich im Büchermonat mehr erzählen. Die Autorin ist ein TikTok-Star und hat hier wohl die royale Rom-Com des Jahres geschrieben. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie viele Rom-Coms eigentlich so im Königsumfeld spielen. Ich meine, ich würde mich jetzt an Royal Blue und erinnern, wo es jetzt auch die Verfilmung gibt, die ich auch angeguckt habe im August oder im September jetzt. Und das dachte ich so, ist doch das Einzige, wo irgendwie mal was Königliches in einer romantischen Komödie jetzt zumindest in Buchform zu tun hat. Es hat mich trotzdem mega angesprochen, denn Maggie lebt zwar in märchenhafter Umgebung, nämlich im Tower von London, ist aber weit weg vom Status einer Prinzessin. Sie verkauft Eintrittskarten an Touristen und es gibt auch weit und breit keinen edlen Ritter oder gar auf einem weißen Pferd. Und ihre Freunde raten ihr eben dann zu Dating-Apps, wo sie Schwindler, aber nicht den richtigen findet. Doch es gibt dann auf einmal eine Begegnung auf ganz spektakuläre Weise, denn Maggie hat die Hoffnung fast aufgegeben, doch sie sieht dann Freddy von der königlichen Garde und spürt, dass sie die Liebe nicht abschreiben darf. Und er könnte doch eigentlich ihr ganz persönlicher Royal Guard werden. Doch wie erweckt man hier die Aufmerksamkeit bei jemand, dessen Job es ist, dass er jegliche Ablenkung ignoriert. Und das klang so humorvoll und einfach mal so ein bisschen vom anderen Setting. Und wir sind in England und wie schafft sie es hier, so die Aufmerksamkeit zu bekommen? Das fand ich super, super spannend. Und kann auch so viel sagen, dass ich das sehr gerne gehört habe. So 1-2 Kritikpunkte werde ich euch dann auf jeden Fall im Büchermonat erzählen. Und solltet ihr wirklich so Rom-Coms kennen, wo es ein bisschen royal wird, könnt ihr die auch sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann durfte der neue Thriller von Eva Leon Menger bei mir einziehen, gesprochen von David Nathan und Magdalena Turba. Das ist unter anderem die Synchronstimme auch von Amanda Seyfried und ich habe beiden sehr, sehr gerne gelauscht. Ich habe dieses Hörbuch auch schon gehört. Ich mochte ja Monster 1983 super gerne und Ghostbox und das Buch, der Thriller aus dem letzten Jahr, als das Böse kam, habe ich ja abgebrochen. Ich glaube, es lag so ein bisschen an dieser jüngeren Protagonistin. Und hier sind wir aber definitiv im Erwachsenen-Thrill angekommen. Sehr spicy mit dieser Stalker-Thematik und wie ihr merkt, auch schon gehört und auch wirklich, so ganz nah an einem Highlight vorbei. Und ich war hier sehr angetan, wie tiefgründig auch diese Stalker-Thematik besprochen wurde. Ich habe ja den Klappentext hier mit vorliegen und ich fand so die ersten Sätze tatsächlich richtig toll. Jede Nacht hat ihre Kinder, Geschöpfe wie ihn, die um die beleuchteten Häuser schleichen und nach Beute suchen. Mit dem Teleobjektiv aus sicherer Entfernung, einmal im Monat eroberte der Schatten ein anderes Revier, ein fremdes Viertel, eine neue Straße. Er wurde regelrecht süchtig danach, bis er Mia sah. Und so blieb er für immer. Ja, wir treffen eben auf Mia, die eine Schauspielerin werden möchte, die zu einem Casting geht, danach in einem Museum auf Victor trifft, sich sehr freut, sich so ein bisschen über Kunst mit ihm auszutauschen. Er lädt sie in ein Edelrestaurant an und so ganz funkt es aber bei ihr nicht und auch so ein bisschen sein komisches Verhalten die nächsten Tage findet sie tatsächlich ein bisschen merkwürdig, versucht da auch Erklärungen zu finden und irgendwann weiß sie aber, dass das hier irgendwas nicht stimmt, dass ihr etwas lähmende Angst macht und sie möchte dann eigentlich so ein bisschen den Spieß umdrehen
Und ob das so gelingt, ja, das muss man am Ende selbst lesen und hören. Es ist tatsächlich sehr spicy, also es gibt die ein oder andere auch erotische Szene, die ich als Hörbuch immer so ein bisschen schwierig finde. Und man muss, glaube ich, schon es auch mal gern lesen, wie so ein Stalker vermeintlich tickt. Zumindest auch aus dieser Perspektive erzählt uns Ivalion Menger die Geschichte. Wir haben eben Mia und dann auch den Stalker, der dann zum Beispiel von David Nathan perfekt gesprochen wird. Ja, kann man nicht anderes sagen. Das nächste Buch ist wieder ein Rezensionsexemplar, nämlich The Castaways von Lucy Clark. Das hat ein neues Cover. Und wurde jetzt von Janine, vom Buchling Janine, auch wirklich in den Himmel gelobt und war wohl letztes Jahr ihr Highlight. Und sie hat eben ein bisschen auf ihren Instagram-Account darüber gesprochen, ja, wie jetzt die Unterschiede der Cover sind und ob das andere jetzt tatsächlich nicht so gelungen war, dass man jetzt zum Originalcover gegangen ist. Und ich finde tatsächlich auch, dass mir dieses neuere Cover wirklich um Längen besser gefällt. Und ich finde es auch irgendwie, erstrahlt eher so ein bisschen diesen... ja, Thrill, so ein bisschen aus. Ja, es geht um zwei Schwestern, eine Insel und ein tödliches Geheimnis. Lori wacht auf einer wunderschönen, einsamen Insel auf. Glitzerndes, blaues Meer, goldene Sonnenuntergänge, dunkelgrüner Urwald. Könnte eine Paradiesbeschreibung sein. Und dennoch ist es nicht der Urlaub, den sie und ihre Schwester Erin geplant haben. Denn neben einem Flugzeugwrack steht ein Fremder. Ein zweiter Mann ritzt mit seinem Messer die Anzahl der Toten in den Stamm einer Palme. Andere beobachten Lori über die Flammen eines Lagerfeuers hinweg. Und jeder Einzelne verschweigt eine Geschichte und hütet Geheimnisse. Während Erin zu Hause in London denkt, ihre Schwester für immer verloren zu haben, gerät diese auf der Insel in höchste Gefahr. Und ich hatte, als ich den Klappentext, ich glaube auch schon letztes Jahr gelesen habe, so ein bisschen Lost-Vibes, also von der Serie. Und dann habe ich auch so die ein oder andere Stimme dazu gehört und hatte dann auch immer Janine so im Hinterkopf, dass das ja so ein bisschen auch ihr Highlight war. Und ich war ja aber lange Zeit so gar nicht irgendwie in der Thriller-Spannungsroman-Stimmung, habe aber schon diesen Monat und auch schon im August gemerkt, ach, irgendwie finde ich da wieder ein bisschen hin. Ich glaube jetzt nicht, dass ich wieder 10 Thriller im Monat lesen werde. Dazu brauche ich auch einfach andere Dinge zwischendurch, wie dann der Oktober zeigen wird oder in den Neuerscheinungen ja auch gezeigt hat. Ihr habt das Video schon gesehen. Wird es eher Fantasy-lastig im Herbst, Winter. Aber das hat mich mega angesprochen. Ich fand auch einfach das neue Cover so ein bisschen cooler und freue mich jetzt definitiv auf die Geschichte. Bin sehr gespannt, wie gut die mich unterhalten wird. Dann habe ich im September jetzt gelesen den ersten Teil der Sehnsucht nach Cornwall-Reihe von Kara Lindon. Und die hat mir so gut gefallen, dass ich mir Band 2 Cornwall-Küsse im kleinen Cottage geholt habe und auch Band 3 Cornwall-Glück in der kleinen Reitschule. Der zweite Band hat, glaube ich, 1 Euro gekostet, der zweite 3,50. Und es wird jetzt auch noch Ende September der vierte Teil erscheinen. Da geht es dann um... Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall ist da Schnee und Winterliches und das sind Katzen oder Tiere irgendwie vorne drauf. Und darauf bin ich eigentlich aufmerksam geworden, weil das so 2-3 Leute in meiner Instagram-Bubble geteilt haben. Und ich reise super gerne mal nach Cornwall. Und ich glaube, irgendwann werde ich da auch in echt hinreisen. Und ich habe dann eben den ersten Band gelesen, wo wir eben in diesem Städtchen ankommen. Und ich muss tatsächlich gestehen, ich habe mir die Klappentexte von Band 2 und 3 nicht durchgelesen, weil ich nicht wissen wollte, welche Charaktere, die wir jetzt vielleicht schon kennen, spielen darin eine Rolle. Es ist eine Reihe, die man, glaube ich, tatsächlich sehr unabhängig voneinander lesen kann, die natürlich irgendwo so Crossover haben wird, wo immer mal wieder Charaktere auftauchen, vielleicht auch so eine Gesamtgeschichte des Städtchen, des Örtchens erzählt wird. Aber ja, auf jeden Fall sind wir jetzt in dem kleinen Cottage. Ich glaube, da ist auch jemand irgendwie verlassen worden und uns versucht dann da wieder zu sich selbst zu finden. Und im zweiten Teil geht es dann um Pferde, um eine Reitschule, wie es im Titel steht. Ich blende euch ja beide Bücher ein. Und hier muss ich sagen, ich bin jetzt ja nicht der größte Pferdenarr, aber ich hoffe, dass es nicht intensivst nur um Pferde gehen wird, sondern natürlich auch um das Zwischenmenschliche, um diese Städtliche, um dieses Örtchen, um die Menschen, um diese Geborgenheit. Und ich fand den ersten Teil wirklich richtig, richtig schön, so richtig cozy und gemütlich. Und ja, wir haben Cornwall wieder so ein bisschen vor Augen bekommen und da mussten einfach diese beiden Bände einziehen. Wahrscheinlich wird sogar dann gegen Ende hin auch der vierte Band oder vielleicht dann auch erst im Oktober, mal sehen. Weil das ist dann definitiv, glaube ich, so ein Band, den man wirklich so ein bisschen eher mit Winter, ja, vielleicht sogar Weihnachtsstimmung lesen kann. Also ich glaube, da wäre es mir jetzt definitiv einfach zu warm. Dann sind eingezogen noch 2 Bücher von Tauschticket. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darüber gestolpert bin, von Anka Sturm, der Weltenexpress. Der erste Teil
Ja, ist ein Kinder-Jugendbuch, ist der Auftakt einer Trilogie, der geht dann weiter in Gelb und in Rot. Und ich habe den irgendwo gesehen bei irgendwem und dachte, oh, das klingt so toll. Und ich mag ja Kinder-Jugendbücher auch super, super gerne. Und ja, ich musste mir dann den ersten Band ertauschen. Auch hier sehr guter Zustand, sieht eigentlich kaum gelesen aus, war auch gar keine Rille, nichts. Gefühlt auch wirklich von den Seiten richtig, richtig toll. Und ja, Nacht für Nacht sitzt Flynn an einem stillgelegten Bahnhof, dem Ort, wo 2 Jahre zuvor ihr Bruder verschwand, bis eines Abends ein Zug einfährt, gezogen von einer gewaltigen, rauchspuckenden Lokomotive. Und Flynn stürzt als blinde Passagierin in das Abenteuer ihres Lebens. Denn der Zug ist der Weltenexpress, ein fahrendes Internat voller außergewöhnlicher Jugendlicher, ein Ort voller Geheimnisse, doch das größte Geheimnis verbirgt sich in Flynn selbst. Es hat natürlich so den Anschein, ein bisschen Harry Potter-Vibes zu haben. Das war auch so mein erster Gedanke. Aber irgendwer hat so geschwärmt und hat, glaube ich, auch den Vergleich so ein bisschen gezogen, dass es dann doch einfach noch so ein bisschen was Eigenes ist oder mehr was Eigenes, als der Klappentext so sich vermeintlich lesen lässt. Und klar lockt dieser Klappentext natürlich alle Potterheads an, aber ich hoffe, dass genug Eigenes da ist von Ankersturm. Hat mich sehr angesprochen und auch die Tatsache, dass, soweit ich es gesehen habe, auch alle Bände schon da sind und ich glaube auch in Taschenbuchform erhältlich oder dann vielleicht auch als E-Book. Aber ich fand den ersten Teil, der hat, glaube ich, 1 Ticket oder 2 Tickets gekostet, fand ich absolut in Ordnung. Und durfte dann einziehen. Und dann geht es ja für mich im Oktober nochmal nach Ägypten. Und ich war auf der Suche nach ein bisschen einer Geschichte, die dort spielt. Ich habe ja 2, 3 Bücher, glaube ich, von Philipp Vandenberg gelesen, der mir mal von Thorsten empfohlen wurde. Und da gab es auch so ein paar ägyptische Geschichten. Und ich bin dann gestoßen auf die Prophetin von Luxor von Susanne Frank. Und zwar habe ich da einfach mal Ägypten oder Luxor oder Theben irgendwie bei Tauschticket eingegeben. Und dann ist mir dieses Büchlein angezeigt worden. Dann hat mich auch noch der Vertauscher angesprochen. Sagen, ja, das Buch lag jetzt doch eine ganze Zeit rum, es ist nur noch so okay. Und er schrieb, es ist kein Problem, ich nehme es mit an den Strand. Es kann, also es muss nicht top sein. Und ich fand es aber schön, dass so eine Info gekommen ist, einfach vor dem Hintergrund. Das Buch wurde, glaube ich, vor über 2 Jahren eingestellt. Und natürlich, wenn es dann 2 Jahre irgendwo steht, sah es vor 2 Jahren einfach besser aus als heute. Keine Frage, na, ist bei meinen Büchern am Ende mit dem Holzofen und so weiter auch so. Katzen, na, und Hund. Zigarettenrauch wäre nochmal was anderes. Und ich muss echt sagen, dafür, dass er so kritisch gesprochen hat, ja, es ist ein bisschen vergilbt, ein bisschen fleckig, aber sonst sieht das Buch dafür, dass es, glaube ich, schon über 20 Jahre alt ist, auch richtig gut aus. Also wir haben hier 99, ich weiß nicht, ob das die deutsche Ausgabe ist, ja, 99, also wird auf jeden Fall 20 Jahre alt sein. Also dafür sieht das gut aus. Ich habe einige Stephen Kings, die zerlesener aussehen und weniger schön. Die sind dann teilweise aber auch, ja, wenn sie in den 80er, sind dann ja schon 40 Jahre, ne? Naja. Ja, auf jeden Fall, ja, dachte ich, ich brauche etwas Passendes und das wird definitiv mit in den Urlaub genommen. Ich habe natürlich mir vorher so ein bisschen auch ein paar Rezensionen dazu durchgelesen, einfach um so ein Gefühl zu bekommen, ob das was ist. Ja, es heißt hier, Susanna Frank hat ein unglaubliches Gespür für die Menschen, Mythen und Legenden an den Ufern des Nils. Durch sie wird das alte Ägypten so lebendig wie die Gegenwart. Das sagt Diana Gabaldon. Das ist ja die Autorin von Outlander. Und ja, wir werden dieses Mal, wenn wir in den Urlaub fliegen, ich bin in Begleitung, wir wollen auch nach Theben, also nach Luxor. Ich war da, glaube ich, schon 3 Mal, möchte aber meiner Begleitung zumindest ein bisschen Kultur näher bringen. Und da freue ich mich sehr drauf, dass wir diesen Ausflug machen. Ja, als Chloe Kingsley bei einem Urlaub in Ägypten den sagenumwobenen Tempel von Karnak besichtigt, ich liebe diesen Tempel, geschieht es. Sie wird in das Jahr 1452 von Christus zurückversetzt und erwacht am Hofe der Pharaonin Hatschepsut, auch die hat einen tollen Tempel, zurückversetzt. Gekleidet in das Gewand einer Priesterin, befleckt mit dem Blut eines Fremden. Verzweifelt kann Chloe, die neue Prophetin, in dieser von Intrigen und Verrat vergifteten Welt nur auf die Hilfe eines einzigen Mannes hoffen. Doch der brillante junge Arzt Cheftu verachtet sie aus tiefstem Herzen. Ja, es erinnert natürlich so ein bisschen tatsächlich an Outlander, da sind wir auch in einem Steinkreis, wo ja dann Claire, die Protagonistin, zurück in die Vergangenheit reist und den Eindruck bekommt man auch. Wobei wir hier ja noch 1452 vor Christus sind, also ja wirklich vor. Und wir sind am Tempel der Hatschepsut und ja, da wird es Intrigen gegeben haben. Das war ja die einzige Pharaonin, die im Grunde auch ihr Geschlecht gar nicht so versteckt hat, also dass sie eine Frau ist. Und ich bin mega gespannt, was wir hier für
Intrigen haben, um was es ein bisschen geht, in welche Richtung es geht, hat auch knapp 560 Seiten. Ein exotisches, abendberaubendes und romantisches Feuerwerk der Ideen, glänzend geschrieben, Barbara Wood. Ich bin auch sehr gespannt und werde es auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe nicht vor, so viele haptische Bücher mitzunehmen, vielleicht tatsächlich so 2, 3 und auf jeden Fall den E-Book-Reader, wobei ich mir für den Strand ja auch vorgenommen habe, wieder ein bisschen Hörbuch zu hören. Das fand ich ja auf den Malediven auch richtig, richtig toll. Aber dazu dann natürlich mehr im Oktober-Büchermonat oder in den Vlogs. Ja, vielleicht so ein bisschen. Ich werde auf jeden Fall in Ägypten ein bisschen bloggen und werde euch da vielleicht dann auch die aktuelle Lektüre ein bisschen zeigen. Und das letzte Buch jetzt von diesem ersten Clip ist The Marmalade Diaries von Ben Aitken. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Sibby war oder irgendwer hat von diesem Buch erzählt. Ich glaube auch in den Neuerscheinungen jetzt für den September. Und dann habe ich gedacht, das klingt so toll. Und ich bin, glaube ich, auch schon bei Dumont selbst so darüber gestolpert, hatte es so auf der Vielleicht-Liste. Ja, wir schreiben das Jahr 2021 und sind in London. Ben ist 34 und sucht hängende ringend eine bezahlbare Wohnung. Winnie ist 85 und braucht jemanden, der in ihrem großen Haus in Wimbledon zur Hand geht. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Hoffentlich, denn als kurz nach Bens Einzug ein Lockdown verhängt wird, muss das ungleiche Paar ungeahnt eng zusammenrücken. Was folgt, ist ein Jahr, in dem Ben viel über das Leben lernt. Ob bei Toast mit Orangenmarmelade, der täglichen Lektüre der Times oder beim gemeinsamen Gucken von The Crown. Die eigenwillige und einnehmende Winnie schöpft aus den Erfahrungen eines langen Lebens und hat so einige Weisheiten für Ben parat. Warmherzig, bewegend und unglaublich komisch erzählt The Marmalade Diaries nicht nur die wahre Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft, sondern auch von einer Frau, die unbeirrt ihren eigenen Weg gegangen ist. Und ja, man hörte schon, der Protagonist heißt Ben, der Autor heißt Ben. Dementsprechend haben wir hier eine wahre Begebenheit, die erzählt wird. Und ich finde die Kombination aus einem etwas jüngeren, 34-Jährigen mit einer über 80-Jährigen in so einer WG super spannend, super spannend, super interessant. Und ich weiß nicht, ob ich mit meiner Oma in der WG wohnen wollen würde, aber es sind ja hier zwei Fremde, die natürlich sich nicht diesen ganzen Familienrucksack irgendwie teilen, sondern freundschaftlich im Grunde aufeinandertreffen. Und das klingt einfach so toll, ist mir als E-Book zur Verfügung gestellt worden und klingt einfach richtig cool. Klingt richtig spannend, richtig schön und weiß nicht, ob es jetzt im September noch unterkommt, aber ich habe ja auch meinen E-Book-Reader im Urlaub dabei, vielleicht fange ich da einfach mal an. Ich habe ja auch 2, 4,5 Stunden lange Flüge und wenn wir wirklich Theben fahren, ist das von unserem Hotel auch so knapp 4, 4,5 Stunden entfernt. Dementsprechend ist nicht nur am Strand, wobei da lese ich ja immer gar nicht so viel, kann ich ja stundenlang nur aufs Meer schauen. Ich freue mich wirklich sehr. Ja, es ist hier jetzt die Vorfreude zu sehen. weil es tatsächlich jetzt immer ein bisschen näher kommt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf und bin echt schon hart am Kämpfen mit mir. Es sind jetzt ja schon 10 Bücher eingezogen. Ich habe eine kleine Rebuy-Bestellung gemacht, die wahrscheinlich morgen, übermorgen kommen. Werde ich euch, denke ich, auch noch einen separaten Haul dann zudrehen, weil ich da auch so ein bisschen die Ersparnisse wieder zeigen möchte. Aber das habt ihr am Ende alles schon gesehen, was ich euch da erzähle. Ich werde natürlich alles dann irgendwie auch verlinken. Das wird euch aber, denke ich, dann die nächste Steffi sozusagen erzählen, die dann den Cut macht unter den Neuzugängen im September. Ja, die ersten 10 Bücher. Ich finde sie einfach toll und ich hoffe, euch hat es bis hierher auch gut gefallen. Und weiter geht es dann mit einem, eigentlich Hörbuch, beziehungsweise eigentlich einem Live-Auftritt von Thorsten Sträter. Das war eine Empfehlung von einem lieben Kollegen von mir, Schnee, der auf Ceran fällt. Und das habe ich im Grunde angehört, während ich mich auf Reisen begeben habe und eine lange Busfahrt vor mir hatte. Und Thorsten Sträter sagte mir tatsächlich schon so ein bisschen was als deutscher Stand-Up-Comedian. Er war bei LOL mit dabei und irgendwie hatte ich den Mann mit der Mütze schon mal so auch bei dem einen oder anderen Auftritt gesehen. Und es hat ein lieber Kollege von mir sehr, sehr, sehr davon geschwärmt und auch gesagt, ich muss mir das gar nicht kaufen, das gibt es kostenfrei bei Spotify und ich habe Spotify Premium und dementsprechend habe ich das dann auch einfach angehört. Und ihr habt schon im Hörgenuss gesehen, es war definitiv ein Highlight von mir, muss ich tatsächlich sagen. Ich werde jetzt auch mal gucken, was vielleicht von Thorsten Sträter sonst noch ein bisschen zum Anhören auf Spotify ist, was mich da vielleicht noch gut unterhalten kann. Aber dieses Programm fand ich richtig toll und ich habe es halt irgendwie als Neuzugang gewertet, weil ich es ja dann auch bei den gehörten oder gelesenen Büchern sozusagen mitzähle. Und irgendwie muss mein innerer Monk, wenn er da irgendwas hört, da im Grunde auch
ja, zu tun, als gehörte es einem. Mache ich ja zum Beispiel mit BookBeat-Büchern auch, die einem ja aber auch nicht gehören, anders als zum Beispiel bei Audible. Weiter geht's mit den Büchern der Rebuy-Bestellung, die ich euch jetzt gar nicht so ausführlich zeigen möchte, denn ich habe euch ja den Haul unten auch in der Infobox verlinkt, der ist ja auch schon hochgeladen und habt ihr ja vielleicht auch schon gesehen. Und dementsprechend werde ich euch die Bücher nur kurz vorstellen. Es ist Namiko und das Flüstern von Andreas Seche. War eine Empfehlung von der lieben Lisa von Gedankenlabor und durfte dann bei mir in dieser schönen, ja ihr seht es oder ja, werdet es nicht sehen, in dieser Leinenausführung bei mir einziehen. Denn Namiko ist geheimnisvoll wie seine Heldin und wie eine japanische Kalligrafie. Klingt super spannend, freue ich mich wirklich sehr drauf. Ein Buch, was jetzt auch schon über ein Jahr auf meiner Wunschliste war, ist The Curse of Time and Taste von Anne Herzl. Ist der erste Teil, die göttlichen Artefakte. Und hier sind wir so ein bisschen in einem Piraten-Setting und es soll wirklich fesselnd sein. Und ich bin sehr gespannt, freue ich mich drauf. Packe ich ja vielleicht auch in den Urlaub ein, denn da geht es ja nochmal ans Meer. Ich glaube, da würde das ganz gut passen. Dann sind vier Teile der Sehnsuchtsorte Reihe vom Eden Verlag bei mir eingezogen. Da habe ich ja immer mal wieder Highlights und sehr gute Bücher, aber hatte auch schon, glaube ich, zwei oder drei nicht so gelungen. Ich glaube sogar eins, was ich abgebrochen habe. Aber diesmal habe ich jetzt vier mir besorgt und zwar ja, den 15. Teil Eine Prise Meersalz von Nani Burba. Hier zieht es uns nach Mallorca und es wird ein Restaurant eröffnet. Dann Wo die wilden Kräuter blühen von Sandy Neumann ist der 17. Band. Jetzt noch ein bisschen breiter hier. Ja, und hier zieht es uns in den Süden, glaube ich, genau, in den Süden von Frankreich. Dann sind wir hier, ja, Ostseeglück, das verrät schon der Titel, von Stefanie Eden ist der 16. Band. Ja, richtig, 15, 17, 16. Mein Neubeginn zwischen Bienenstöcken und Rapsfeldern, bin ich auch super neugierig. Und dann auch Meine große Freiheit von Maike Prunk ist der 13. Teil, wie ich das Glück im Hamburger Hafen fand. Ja, bin ich sehr gespannt, ob mich hier eher Highlights erwarten oder ja eher wieder so okay-Geschichten. Wobei ich finde es halt immer schwierig, bei so Lebensgeschichten wirklich eine Wertung abzugeben. Na, das ist so... Was steht es mir zu, das irgendwie zu bewerten? Aber wenn, dann kann ich ja trotzdem das Lesevergnügen, den Lesespaß bewerten und wie es jemandem gelungen ist, seine Geschichte auch zu erzählen. Dann habe ich noch, ja genau, und zwar Sternenbrücke von Robert Corvus war, ja, ich glaube, ein absolutes Highlight bei Jenny von Letters and Life. Und in meinem ja, Rebuy-Haul hatte ich ja gesagt, dass hier so Seiten fehlen. Und die liebe Jenny hat nachgesehen und mir dann mitgeteilt, dass mir hinten das Glossar fehlt. Plus noch ein, zwei Buchempfehlungen, die auf den Seiten waren. Und vorne halt wirklich nur diese Schutzseite und noch irgendwas fehlt. Und dass aber sonst die Geschichte eigentlich vorhanden sein müsste. Hat mir auch ein lieber Zuschauer noch mit drunter geschrieben. Also auch vielen Dank da nochmal fürs Nachschauen. Dementsprechend habe ich das Buch jetzt nicht irgendwie bei Rebuy reklamiert, weil sonst ist es in einem guten Zustand, wenn nicht die Seiten fehlen würden. Und die Geschichte ist vollständig. Und sollte es wirklich ein absolutes Highlight werden, dann würde es auf jeden Fall nochmal in der vollständigen Version bei mir einziehen. Und ja, auch nochmal auf diesem Weg. Vielen Dank, Jenny, dass du nachgeguckt hast, dass du dir die Zeit genommen hast. So konnte das Buch hier bleiben. Ja, wir sind hier Science-Fiction-technisch unterwegs. Ein Mann, der, ja, ich glaube, genau, durch eine Kälteschlafeinheit in sein Zielsystem ankommen möchte und dort mehr über den Verbleib seiner Frau und auch seiner Tochter wissen möchte. Und er findet da aber nicht den Frieden und die Antworten, die er sucht. Bin ich sehr gespannt. Hat Jenny wirklich sehr geschwärmt, auch ihren Kanal unten in die Infobox. Und dann habe ich noch irgendwie ein kleines Buch gebraucht für das Erreichen des, ja im Grunde der Mindestsumme für den Rabatt. Und da habe ich mich so ein bisschen inspirieren lassen, und zwar Unser Hof in der Bretagne, Neuanfang zwischen Beeten, Bienen und Bretonen von Regina Rompa. Ja, auch hier geht es nach Frankreich. Fand ich tatsächlich ganz spannend, dass hier zwei Bücher nach Frankreich ziehen. Und ja, da bin ich sehr neugierig, wie mir das gefallen wird. Ja, dann sind jetzt noch drei Bücher bei mir eingezogen, zwei E-Books, die ich miteinander mir bei der Thalia bestellt habe, um dann auch ja, Payback-Punkte einzulösen. Ja, dafür sind die ja richtig gut. Zum einen der vierte Teil der Sehnsucht nach Cornwell-Reihe von Kara Lindern. Da habe ich euch ja, ich glaube, im ersten Clip schon Band 2 und 3 gezeigt und der vierte Band ist dann
am letzten Septemberwochenende eingezogen. Am 22. glaube ich, ist der herausgekommen. Und den habe ich mir dann, glaube ich, auch am Montag geholt. Und zwar ist es Cornwall-Liebe in der kleinen Buchhandlung. Und er hat hier zum Start tatsächlich nur 1 € gekostet. Ich glaube sogar nur 99 Cent. Und da habe ich zugegriffen und bin da sehr gespannt. Ja, also jetzt habe ich Band 2, 3 und 4 auf dem Sub und werde jetzt nach und nach jeden Monat ein Buch lesen. Und da wir ja hier definitiv ein etwas winterlicheres Setting haben, denke ich, passt er dann ganz gut auch in den Dezember. Hier heißt es so schön, du musst deinem Herzen folgen, um das Glück zu finden. Hanna, eine bücherliebende Verlagsmitarbeiterin, spürt eine Sehnsucht nach Veränderung und Erfüllung in ihrem Leben. Als sie den Auftrag erhält, in der Vorweihnachtszeit undercover als Buchhändlerin im Portland zu arbeiten, ergreift sie die Chance. In der charmanten Kleinstadt begegnet sie Ethan, dessen kleine Buchhandlung mit der drohenden Schließung kämpft. Während Hanna zwischen ihrer Karriere und den wachsenden Gefühlen für Ethan jongliert, nähert sich das Weihnachtsfest. Wird die Magie der Bücher Hannah helfen, ihr Glück zu finden und den Buchladen zu retten und vielleicht auch die Liebe ihres Lebens zu gewinnen? Ja, hat mich angesprochen und ich bin ja durch den vierten Teil überhaupt auf die Reihe aufmerksam geworden, weswegen ich ja dann den ersten Teil mir geholt habe und gelesen habe und für sehr gut befunden habe jetzt im September. Und ich möchte jetzt eben Band 2 Oktober, Band 3 November und ich denke, der passt dann perfekt in den Dezember. Wird auf jeden Fall auch so meine Weihnachts-Winterplanung kommen, wo ich auch wahrscheinlich ein kleines Video dann dazu machen werde. Aber es dauert noch ein Stück, bis es weihnachtlich und winterlich wird. Im Zuge dessen habe ich mir ein Wunschlistenbuch geholt, und zwar Winterzauber im kleinen Katzencafé von Kerstin Gade. Finde ich ganz lustig, denn der Auftakt der Reihe jetzt von der vorhergehenden wandelte sich oder hat sich ja auch um ein Katzencafé gedreht. Das ist der Auftakt einer Trilogie und ist bereits 2018 erschienen unter dem Titel Frühstück bei Kitty Cat. Ich fand es sehr schön, dass das mit erwähnt wurde, damit eben, wenn jemand dieses Kitty Cat Buch eben schon kennt, nicht irgendwie verwirrt ist, warum jetzt ein Buch herauskommt, was so ähnlich klingt. Das E-Book war jetzt, ich glaube, für 4,99 € finde ich auch absolut in Ordnung und deswegen auf jeden Fall auch unterstützenswert. Und das finde ich eben auch bei Self-Publishern einfach toll, wenn wir hier einfach E-Book-Preise um die 5 € haben. Das ist für mich absolut fein und ich hätte auch nichts gegen 5,99 € oder so, ne? Aber bei den Verlagen, wenn man dann oft ein E-Book für 18,99 € hat, wo das Hardcover dann 22 kostet, ah, da bin ich immer so ein bisschen raus. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ja, zauberhafte Katzen, ein winterlicher und romantischer Wohlfühlroman, bei dem jedes Herz dahinschmilzt, auch bei Minusgraden. Was tun nach einem Liebesaus? Lilly hat von der Großstadt genug und von Männern sowieso. Ihr Traum, ein eigenes Café auf dem Land. Selbstgebackener Kuchen, frischer Kaffee, was gibt es Schöneres? Aber dann taucht Mr. Mounts auf und bringt ihre Welt völlig durcheinander. Mit viel Charme verwandelt der rote Kater ihren Laden in ein Katzencafé, das schnell zu einer Sensation wird. Sehr zum Ärger von Baptiste Amont, dessen französisches Bistro seitdem leer steht. Baptiste sieht nur einen Ausweg. Er muss Lilly und ihre Katzen so schnell wie möglich loswerden. Doch er unterschätzt den Zauber des kleinen Katzencafés, in dem Winterwunder wahr werden. Klingt einfach entzückend, auch so ein bisschen der Konflikt, und man erahnt ja schon, wie es wahrscheinlich irgendwie ausgeht, aber bei Liebesgeschichten, Wohlfühlroman ist ja eher so der Weg das Ziel, denn das Ende steht ja tatsächlich schon sehr oft fest. Ja, ich freue mich auf beide Geschichten, die eben ist so ein bisschen im ländlichen spielen, und im ersten Teil von Cornwall sind wir ja da unterwegs und das klingt ja tatsächlich auch so ein bisschen ja, französisch angehauchter. Ich bin sehr gespannt, wo uns das hinführt und freue mich auf die beiden Bücher. Und das letzte Buch habe ich dann ja, bei Tauschticket ertauscht, und zwar ist das Drohende Schatten von Robert Jordan. Es ist der erste Teil der Rat der Zeit-Reihe, richtig. Und das ist die Bild am Sonntag Weltbild Edition, die wirklich so wunderbar funkelt. Und ich bin ja am Anschauen ja, der Serie. Ich mochte ja die erste Staffel sehr gerne, war ein bisschen verwirrt, habe mir so manches Aufklärungsvideo angesehen und habe jetzt auch die zweite Staffel angesehen. Zumindest bis jetzt, ich glaube, jetzt ist die 7. Folge auch erst erschienen. Ich glaube, eine Folge folgt noch im Oktober und dann ist die zweite Staffel auch durch. Und mir macht das wirklich Spaß. Das ist schon so Fantasy, die ich mag, die wirklich optisch ein absolutes Highlight ist, auch musikalisch, auch von den Schauspielern. Mir fehlt nur manchmal
manchmal an Hintergrundinfo. Mir fehlt ein bisschen die Motivation, die Handlung und warum Charaktere machen, was sie machen. Und auch so diese Gefahr, die gerade in der ersten Staffel irgendwo im Raum schwebte, die hätte ich, glaube ich, nicht greifen können, wenn ich nicht Infovideos mir dazu angesehen hätte. Und ich möchte jetzt einfach zumindest mal den ersten Band lesen und sehen, wie es mir gefällt, wo es hinführt. Es gibt ja sehr zwiegespaltene Meinungen über Robert Jordan und seinen Stil. Und dementsprechend möchte ich einfach mal gucken, wie mir das gefällt. Eine Freundin von mir ist sehr begeistert. Zwei Kollegen von mir haben gesagt, nach dem ersten Band wollten sie nicht mehr weiterlesen. Haben dann auch eher die Serie geguckt. Ich gehe jetzt auch nicht mit dem Vorsatz tatsächlich an diese Reihe, dass ich die 20 Bände mir anlesen werde. Ich habe, glaube ich, gar keine Lust auf so eine große Reihe. Vor allem ist die dann auch von Robert Jordan gar nicht zu Ende geführt worden, sondern, soweit ich weiß, von Brandon Sanderson. Aber es ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich möchte zumindest so diese anfängliche Motivation, was zur Handlung getrieben hat, ein bisschen besser verstehen und hoffe das einfach beim Lesen. Und ich habe aus dieser Reihe, die war, das ist doch bestimmt auch schon wieder locker 10 Jahre her, es wird gar nicht reichen, genau, 2006 sind die rausgekommen. 1948 ist Robert Jordan geboren und hat sogar schon 30 Bände. Wahnsinn. Also ich dachte, wir waren bei irgendwo über 20. Was ich schon mal toll finde, ist, dass es eine Karte gibt. Die fehlt nämlich in der Serie. Man hat überhaupt kein Gefühl von den Orten. Und ich hatte aus dieser Reihe auch schon die Priesterin von Avalon und auch die Wächter der Nacht. Ich sehe gerade, was es hier noch gibt. Es gab im Grunde 10 Bände. Könnte man ja tatsächlich mal gucken. Ach, der Drachenbeinthron. Aber den hatte ich, glaube ich, in einer anderen Version. Die Herren vom Winterfell habe ich ja nur im Englischen. Finde ich aber cool. Also ich finde die wirklich optisch sehr schön. Und das Buch war auch im tollen Zustand. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob ihr die Reihe interessant fandet, ob ihr sie gelesen habt oder ob ihr da auch tatsächlich eher bei der Serie unterwegs seid. Und ja, das waren sie jetzt, die 22 Bücher aus dem September. Puh, also tatsächlich eine ganze Menge. Ich habe nicht so viel gelesen, das kann ich, glaube ich, schon verraten. Der Büchermonat wird ja dann auch als eines der nächsten Videos irgendwie online gehen. Das habe ich nicht geschafft aufzuholen, aber ja, ich freue mich über jedes Buch, was bei mir eingezogen ist und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß mit dem Video, kennt vielleicht auch schon das ein oder andere Buch, dann auch sehr gerne in die Kommentare. Würde ich mich sehr über den Austausch freuen oder wenn eben auch ein neues Buch bei euch eingezogen seid, wo ihr sagt, ach ja, das ist bei mir jetzt auch im September eingezogen und da freut ihr euch. Und natürlich bin ich da immer gespannt, was auch bei euch Interessantes eingezogen ist oder was ihr vielleicht auch schon davon dann auch gelesen habt. Lasst uns gerne in den Kommentaren austauschen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.